Die Forschungsstation Neumayer. Noch nie zuvor ist das Leben auf der deutschen Antarktisstation rund um das Jahr von einer Kamera beobachtet worden. Wir begleiten eine Gruppe von Wissenschaftlern und Technikern während ihrer abenteuerlichen Überwinterung am Ende der Welt. Vier Männer und fünf Frauen auf dem Weg ins ewige Eis. Sie stehen vor der größten Herausforderung ihres Lebens. 15 Monate wollen sie in der deutschen Antarktisstation verbringen. Ein Dreivierteljahr davon von der Umwelt abgeschnitten, in der eisigen Kälte des Südpols. Monate zuvor trainieren sie im österreichischen Ötztal für den Ernstfall. Ein Mitglied der Gruppe stürzt in eine Spalte im Eis. Die gibt es in der Antarktis genauso wie hier auf den Gletschern der Alpen. Der Bergführer erklärt die Übung. Da unten haben wir zwischen 35 und 40 Meter Tiefe. Eventuell geht es unterhalb auch noch ein kleines Stück weiter. Also wirklich nur einmal ganz klar, ohne Seil gibt es kein Bewegen da. Zum Übungsablauf, das Opfer lassen wir runterspringen und den Retter werden wir noch zusätzlich sichern. Ihr braucht also keine Angst haben. Achtung! Bergkurs Spitze, einsame Spitze. Also einfach erstens ein super Gruppenfeeling und zweitens ein Riesenspaß. Ups. Ein Riesenspaß, sich hier reinstürzen zu lassen und dann wieder rausgeholt zu werden. Und das ist einfach super klasse hier. Ich glaube, da kommt der nächste, wa? Augen zu und rutschen. Genau. Wer zählt dich hin? Auf drei. Was, Robin? Ich helfe dir. Nein, nein. Schaffst du es? Du machst das. Ich hab einen Hund, Alter. Corinna ist ganz, ganz super. Ganz tapfer. Bravo. Alles gut. Passt schon. Passiert nichts, Corinna. Corinna, alles okay? Ja, ist gut. Jetzt ist auch alles bestens. Ich bin unten. Oh. Super. Was? Jawohl. Nee. Super. Nee, das ist ideal. Das ist Corinna? Die. Ja? Super. Hallo? Hallo? Noch? Stopp. Komm, verloren, ein bisschen Schnee. Reißt schon. So, geht los. Okay. Geht los. Warte. Steh mal auf. Ja. Auf. Oh. Schnaufen. Super, Corinna, genau da. Hervorragend. Läuft doch. Ihr beide. Ja. Volle. Die Nase. Und vier. Oh. Oh. Ja. Danke. Wunderbar. Super. Eberhard Kohlberg, ein Mitarbeiter des Alfred-Wegener-Instituts für Meeres- und Polarforschung, leitet die Ausbildung der Gruppe. Der Bergkurs hat eigentlich nicht dazu geführt, dass einer abgesprungen ist, aber dass einer aussortiert wurde. Das gab es schon, nach unserer Beurteilung am Schluss des Bergkurses. Es kann ohne weiteres sein, dass es am Ende nochmal mit dem einen oder anderen ein Gespräch geführt wird über sein Verhalten in der Gruppe. All diese Dinge werden dann bei dem einen oder anderen sicherlich nochmal durchleuchtet werden. Oder aber die Gruppe entscheidet sich so. Auch das könnte noch sein. Noch ist nicht sicher, ob alle die Prüfungen bestehen. Einige in der Gruppe sind bei den Übungen am Gletscher bis an ihre Grenzen gegangen. Doch aufgeben will jetzt keiner. Zu groß die Chance auf ein einzigartiges Abenteuer. Zu wichtig die persönlichen Gründe, die jeder für die Überwinterung in der Antarktis hat. Ich habe eine ganze Menge von Gründen. Ein paar kenne ich selber, ein paar, glaube ich, kenne ich nicht wirklich. Es ist das Abenteuer, es ist was ganz was anderes zu machen. Es hat damit zu tun, dass ich eigentlich viel für mich bin, gern allein bin und mal für mich probieren möchte, wie das ist in der Gruppe. Auf eine Gruppe angewiesen zu sein, Teil einer Gruppe zu sein, das ist eigentlich normal nicht meins. Und ich möchte es einfach ausprobieren. Das ist unter anderem auch eine Reise nach innen und um mich auch selbst zu entdecken oder um mich auch selber besser kennenzulernen. Südpol ist irgendwo eine einmalige Sache, auch auf der Welt, ja.
Und das war irgendwie ein Reiz. Weiß ich nicht. Kann man nicht. Wenn einen das gepackt hat, dann kriegt man einen auch kaum noch von runter. Andreas und Corinna lassen beide eine Familie in Deutschland zurück. 15 Monate lang werden sie nur per Telefon und E-Mail mit ihren Ehepartnern und Kindern kommunizieren können. Es ist für mich eine große Herausforderung, Angst. Ich lasse alles auf mich zukommen. Wenn man jetzt so den Bergkurs gesehen hat, ich habe vorher auch Angst gehabt, muss ich sagen. Aber wenn man denn dabei ist, ist die Angst weg. Dann ist man so vertieft in seine Arbeit und in dem, was man macht. Und ich habe ja auch eine liebe, nette Familie da, eine größere Familie als zu Hause, die verwöhnt werden möchte in dieser Zeit. Und ich bin eben die Mutti. Das sind meine Küken und ich bin die Glucke dazu. Es geht heute um unsere Wunschliste, was ihr natürlich auch... Das Alfred-Wegener-Institut übernimmt die komplette Verpflegung auf der Forschungsstation. Sogar auf Speiseeis wird in der Antarktis niemand verzichten müssen. Eis, also hier Apfel, Cox-Orange, Aprikose, Brombeer, Joghurt, Cassis, Sorbet, Erdbeer. Espresso krokant, Karamell, Kokos, Orange, Piña Colada, Pistazie, Quark, Kirsch, Stracciatella, Vanille. Einzelportionen, Cassata, Kokos, Cornetto, Nuss, Eiskanapee, Eisdeutschen Graumani, Eisdeutschen Vanille, Magnum Classic, Magnum Mandel, Magnum Weiß, Panna Cotta, Solero, Tartufo, Tartufo Bianco. Ich denke, da findet man fast immer was. Und dass man vielleicht nicht alles haben kann, wenn man auf so eine Reise geht, ist, muss man vielleicht auch noch mitnehmen. Obwohl wir es euch so angenehm wie möglich machen wollen, das ist auch klar. Ja, nochmal so freundlich wie eben. Prima, jawohl. So. Bremerhaven, der Sitz des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Von hier aus wird die wissenschaftliche Arbeit am Südpol gelenkt. Damit sie rund um das Jahr betrieben werden kann, muss eine Gruppe von Wissenschaftlern und Technikern die Neumayer-Station auch unter den extremen Bedingungen des antarktischen Winters am Laufen halten. Anja Anastu wird sich um Wetterdaten und Ozonwerte kümmern. Maya Petzel, die Ärztin, soll das Team leiten. Michaela Bock und Tobias Müller-Vrana werden geophysikalische Daten sammeln. Erik Brückelmann ist für den Funkverkehr zuständig. Und die Stromversorgung wird von Andreas Buhl, dem Elektriker, gesichert. Corinna Schulz kümmert sich um das leibliche Wohl der Gruppe. Für die umfangreiche Technik der Neumayer-Station wird Chris Behrendt, der Ingenieur, verantwortlich sein. Aber Sie sehen, dass plötzlich eine riesige Fläche mal weiß und mal dunkel ist. Das Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts, die Polarstern. Sie wird Ausrüstung und persönliches Gepäck der Überwinterer in die Antarktis bringen. Die Gruppe selbst wird mit dem Flugzeug zum Südpol reisen. Heute gehen sie an Bord, um einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. Die Ausstattung der medizinischen Station auf der Polarstern ähnelt den Bedingungen auf Neumayer. Das solltet ihr vielleicht untereinander ruhig mal machen. Versuchen beim anderen mal den Halsschlagaderpuls zu fühlen. Oder habt ihr das schon mal jetzt hier? Das wäre eigentlich ganz gut, denn das ist ja das, was du dann hier laufend machen musst. Ja. Und dann doch nicht mehr. Es ist nicht so einfach. Maya, von Haus aus Chirurgin, versucht sich als Zahnärztin. Sie müssen den Zahn fest in der Branche haben. Ganz sachte ziehen, dabei etwas rotieren. Nur wichtig ist, dass er nicht mit dem Ruck rauskommt. Ja, so wie jetzt? Ja, das ist nicht so ganz elegant, aber es ist unter. Das ist keine fest. Kante. Auf einem ausgedienten Schiff der Bundesmarine übt die Gruppe, wie man einen Brand bekämpft. Ein Feuer in der Station wäre die größtmögliche Katastrophe. Denn mitten in Eis und Schnee gibt es eines nicht: Löschwasser. Die linke Hand an den rechten Handlauf. So ist richtig, so haben wir das gelernt. Nicht? Der Kurs gleicht einem Gang durch die Hölle. Werden alle die Prüfung bestehen? Glück auf! Zurück, Löscher leer!
Kann er erst mit Pulver machen. Schießen Sie mit Pulver nach. Ist schon fertig. Betriebsbereit, wie sich das gehört vom Angriff. Notfall bedeutet, Lungenautomat anschlagen und sofort los. Und nicht dann anfangen, Maske aufzusetzen und an sein Kadaver rumzuspielen. Sie sind der Reservetrupp, der da steht, wenn irgendwas passiert. Und alle bippern mit, dass das vernünftig läuft. Entschuldigung, dass ich das nicht extra noch betont habe. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Sie machen hier gemeinsam Feuer aus, also haben Sie auch einen gemeinsamen Schmerz, den Sie durchleben müssen. Das ist nun mal leider so. Maske auf! Sie werden auch sofort dafür bestraft als Trupp, weil Sie nämlich sofort in Einsatz gehen. Jetzt kommen die körperlichen Schmerzen. Die psychischen sind vorbei. Die sind halbwegs vorbei. Das ging eigentlich. Also, das Feuer war ja begrenzt und irgendwie war es nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe im Laufe der letzten Monate einen leisen Moment des Zweifelns. Einen? Okay. Mehr als einmal. Doch am Ende sind alle Zweifel ausgestanden und alle Kurse geschafft. Die neuen Wissenschaftler und Techniker brauchen nur noch was zum Anziehen. Keine Vorsicht. Genau. Von denen kriegst du drei Stück. Drei Stück. Als es endlich losgeht, wissen die Überwinterer noch nicht, worin die größere Herausforderung besteht. Im lebensfeindlichen Klima der Antarktis oder in der psychischen Belastung während der monatelangen Isolation. Ende November beginnt die Reise zum Südpol. Sie führt über Kapstadt. Von dort bringt eine Frachtmaschine die Gruppe zusammen mit anderen Forschern nach Novolazarevskaja, der russischen Antarktisstation. Bei der Ankunft auf dem sechsten Kontinent herrschen milde Frühlingstemperaturen von minus 16 Grad. Von Novolazarevskaja aus fliegt die Gruppe mit einer kleinen Propellermaschine weiter zur deutschen Station. Mit an Bord sind weitere Wissenschaftler und Techniker, die im Auftrag des Alfred-Wegener-Instituts in die Antarktis reisen. Neumayer in Sicht. Von hier sind es noch 2000 Kilometer bis zum Südpol. Nur die wenigen überirdischen Gebäude von Neumayer sind zu sehen. Der Hauptteil der Station liegt verborgen im Eis. Herzlich willkommen! Ah, ich bin Chris. Chris, Chris, Chris! Hallo! Hallo! Mann, die sind verkleidet, erkenne ich sie. Während der nächsten drei Monate leben auf der Station die Neuen, die Altüberwinterer und zusätzliche Sommergäste, zusammen fast 50 Menschen.
Ja, zum Wohle. Also, ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Die Neumeier-Station liegt im Ekström-Schelfeis in der Nähe der Atka-Bucht. Etwa 10 Kilometer sind es bis zur Küste. Hier Eiskante genannt. Bevor die Neuen ihre unterirdischen Räume beziehen können, werden sie noch am gleichen Abend von den ortskundigen Kollegen zur Eiskante gebracht. Dort wartet ein grandioses Schauspiel auf sie. Auf dem gefrorenen Meer lebt eine Kolonie von Kaiserpinguinen. Etwa 8000 Tiere. Die Küken sind gerade 4 Monate alt. Das macht einen echt sprachlos. Die Pinguine, die haben überhaupt gar keine Angst. Die kommen dann einfach und die stören sich überhaupt nicht. Die finden sie nicht mehr seltsam. Antarktisfahrer bleiben bis Mitternacht. Doch dunkel wird es an diesem 27. November nicht. 2 Monate lang wird die Sonne nicht mehr untergehen, allenfalls hinter den Wolken verschwinden. Meter tief liegt die Neumeier-Station unter der Eisoberfläche. 2 90 Meter lange, parallel verlaufende Wellblechröhren, die durch einen kurzen Gang miteinander verbunden sind. Eine der beiden Hauptröhren enthält Container mit Laboreinrichtungen, Sanitäranlagen und den Gemeinschaftsraum, die Messe. In der anderen Röhre befinden sich die Wohncontainer. Ich hoffe, dass ihr alle hier eure erste Nacht recht gut geschlafen habt. Wir müssen ein paar Spielregeln klären, damit das Leben hier insgesamt recht einfach und angenehm wird. Wir waren im Winter hier nur zu 9. Und selbst zu der Zeit kann es manchmal schon sehr eng hier werden, aber eher psychisch. Heute sind wir um 50 Leute auf einer Station, sodass es hier schon ein paar Regeln einzuhalten gibt, um das ganze System hier funktionieren zu lassen. Oh, ist gerade mal nicht belegt. Für den Harald. Ja, wenn Sie eintreten wollen. Sieht zwar etwas wüst aus, aber ich kann mir nicht jeden Tag zum sauber machen, okay. An alle zu Hause, hier wohne ich zu zweit. Es ist so. Ja, ich meine, es passt bis jetzt. Also, glücklicherweise passt das so, dass wir zwei miteinander harmonieren. Ich habe für mich natürlich noch gedacht, dass ich mir aus Abfällen noch ein kleines Regal hier hinbaue, wo ich dann 2 Figuren aufstelle, um irgendwie das Ambiente von zu Hause ein kleines bisschen aufleben zu lassen. Ja, dass man irgendwo das vertraute Gefühl hat. In den ersten Tagen nach der Ankunft verliert sich die Gruppe ein bisschen aus den Augen. Jeder der neuen Überwinterer wird von seinem Vorgänger in die Arbeiten eingewiesen, die routinemäßig zu erledigen sind. Genau, das ist eigentlich schon passgerecht, dass das ganz gut sitzt. Wenn es ein bisschen mehr Wind. Anja lernt von Matthias, wie man eine Ozonsonde für den Start vorbereitet. 2 mal pro Woche muss sie eine Sonde montieren und mit einem Ballon in die Stratosphäre aufsteigen lassen. Sie misst, wie viel Ozon in der Luft enthalten ist
und funkt die Daten zur Neumeier-Station. Anja und die anderen Meteorologen auf dem Weg zum Ballonstartcontainer. Den Messungen in der Antarktis ist es zu verdanken, dass vor 20 Jahren das Loch in der Ozonschicht entdeckt wurde. In den Folgejahren ist es gelungen, die Produktion von Fluorkohlenwasserstoffen weltweit zu verringern. Heute sind wir bei quasi 1% der ehemaligen Weltproduktion an FCKWs. Die Ozonschicht zeigt die ersten Tendenzen, sich langsam wieder zu erholen. Das alles wäre nicht ohne die Forschung hier. Ich denke, es soll immer wieder ganz doll darauf hingewiesen werden. Wir machen hier nicht Meteorologie, damit die Pinguine wissen, wie kalt es ist. Wir machen Meteorologie, damit wir im Rest der Welt quasi unsere Erde besser schützen können. Und da ist dieses so eine Art Vorhersagezentrum, einer der empfindsamsten Teile. Und deshalb macht es sehr, sehr viel Sinn für die gesamte Menschheit, hier Beobachtungen durchzuführen. Die Geophysiker des Teams müssen tief ins ewige Eis absteigen, um zu ihrem Arbeitsplatz im Magnetobservatorium zu gelangen. Regelmäßig messen sie hier unten die Schwankungen im Magnetfeld der Erde. Michaela entdeckt eine Höhle mit gigantischen Eiskristallen. Dafür hat sich's gelohnt. Die Werkstatt, das Reich von Chris. Hier muss der Ingenieur für jedes technische Problem, das in der Station entstehen kann, eine Lösung finden. Denn während des langen Polarwinters wird es keine Unterstützung von außen und keine Ersatzteile geben. Fasziniert an Antarktis, aber wenn du hier unten bist, verlierst du den Gedanken, also ich zurzeit. Und ich denke mal, dass es erst kommen wird, wenn du ein paar Monate hier bist. Jetzt zurzeit habe ich so viel um die Ohren mit Lernen, Einweisen, auf Fehlerquellen aufpassen, dass ich von den Gedanken her noch gar nicht so richtig draußen bin. Ich weiß, dass ich hier bin, aber ich nehme es halt nicht so wahr. Das ist eigentlich das Beste vom Besten. Die Werkstatt ist so genial. Mitte Dezember. Sturm kommt auf. Die Rampen werden geschlossen, die Fahrzeuge in Sicherheit gebracht. Es ist Hochsommer in der Antarktis. Kaum vorstellbar für die neuen Überwinterer, wie das Wetter erst im Winter werden kann. Anja und ihr Kollege Matthias bei der routinemäßigen Wetterbeobachtung. Egal wie stark es stürmt, manche Arbeiten müssen draußen erledigt werden. Zum Beispiel der Schmelzendienst. Die Menschen in der unterirdischen Station brauchen frisches Wasser. Mehrmals täglich muss daher Schnee in eine Röhre geschaufelt werden. Unten wird er aufgetaut. Für einen Liter Wasser braucht man 3 Liter Schnee. Andreas musste am Abend noch einmal raus. Schließlich wollen am nächsten Morgen eine Menge Leute duschen. Nachgelassen. Und das Loch ist wesentlich freier. Heute Morgen war das ja Schuppe bis hier hinweg.
Tage später hat sich der Sturm gelegt. Nach 3 Wochen in der Antarktis kennen die Überwinterer ihre Jobs. Anja lässt den täglichen Wetterballon inzwischen alleine steigen. Der anfängliche Stress, der ist jetzt eigentlich überwunden und ich denke mal, ich habe mich jetzt ganz gut eingearbeitet. Und so fühle ich mich auch immer sicherer, so von Tag zu Tag und weiß auch, was ich mache und worauf ich schauen muss. Und geht gut, also macht auch Spaß. Ich denke mal, es ist sehr vielseitig und auch sehr, sehr interessant. Naja, ging super. Stunden verbringen Michaela und Tobias täglich vor den Computern mit den Aufzeichnungen der verschiedenen Seismographen. Einer steht direkt auf Neumayer, 2 weitere auf entfernten Außenstationen, die die Namen Watzmann und Olymp tragen. Gerade haben sie ein kleineres antarktisches Erdbeben entdeckt. Hier unten der Watzmann, der ist immer ziemlich deutlich. Und hier oben drüber der Olymp, da sieht man es auch. Da muss man dann genauer hingucken. Und hier oben sieht man aber auch, hier an der Stelle hat sich auch was verändert. Diese Beben werden halt sehr selten detektiert, weil zu wenig Stationen. Sowohl hier unten in Amerika und auch in der Antarktis. Und wir sind halt mit einer der Stationen, einer der wenigen, die diese Beben detektieren. Was ist? Wir fahren, ja. Die Geophysiker Michaela, Tobias und weitere Kollegen zuckeln mit 10 Kilometern pro Stunde Richtung Südpol. Eine Geotraverse. Auf den Außenstationen Watzmann und Olymp muss die seismologische Technik gewartet werden. Bei schlechter Sicht verlässt sich Andreas, der Fahrer, auf die GPS-Technik. Fährt hier nur noch einen schwarzen Kasten, wo ein paar Zahlen draufstehen und sind da gestartet. Runter. Hier sind wir jetzt. Wir müssen jetzt noch hier runter, bis zur Abzweigung und dann hier hin. Das ist noch unsere ganze Strecke, die wir noch vor uns haben. Die Piste ist mit Fahnenstangen markiert. Doch plötzlich hat Andreas ein Problem. Du, ich sehe keine Fahnen mehr. Kurs stimmt aber. Soll ich anhalten? Nee, brauchst du nicht, erst betanken. Das ist jetzt ein scheiß Gefühl. Mist. Ups. Ui. Nee. Ja, kann man nicht sehen hier. White out. Weil alles weiß ist. Man sieht keine Linie, keinen Horizont. Oben weiß, unten weiß, links, rechts. Nichts zu sehen, außer weiß. Doch. Wenn die Sicht jetzt besser wäre, würde es richtig Spaß machen. Eigentlich muss man doch irgendwie richtige Musik anmachen dabei. Ich sehe schon wieder eine Fahne. Wow. Der Schnee, der in der Antarktis fällt, schmilzt nicht. Er vereist nach und nach. Die wertvolle Technik der Seismologen versinkt daher immer tiefer im Eis. Regelmäßig muss sie ausgegraben und höher gesetzt werden. Sommer am Südpol. Manche Forscher wollen zelten. Man kommt sich jetzt ein bisschen mehr vor in der Antarktis, weil man jetzt diesen Luxus der Station überhaupt nicht mehr vor Ort hat. Ich habe auch bewusst gewählt, zelten zu gehen, einfach um das Erlebnis noch besser mitzubekommen und intensiver und auch den Polartag. Es ist ja so, dass es die ganze Zeit hell ist und es ist schon nett, die Natur zu erleben, den Wind, den Schnee, die Aussicht zu genießen oder auch solche Wetterphänomene.
Über Nacht klart es auf. Es ist kurz vor Weihnachten und alle fragen sich, ob das gute Wetter anhält, damit die Arbeiten fertig und sie ein Heiligabend in der Station zurück sein werden. Traverse für Neumeier, Traverse für Neumeier. Oh ja, prima Sache. Bitte, wir sind gespannt. Die Wettersituation für morgen ist wohl besser. Also die Vorhersage speziell für das Traversenwetter sagt voraus, morgen stark bewölkt oder bedeckt bis morgen Abend immer wieder leichter oder mäßiger Schneefall. Und Windabnahme auf mäßig bis frisch. Corinna, sag's ruhig, ja? Männer. Obwohl einige auf Traversen unterwegs sind, muss Köchin Corinna noch etwa 40 Personen auf der Neumeier-Station mit Essen versorgen. Ein Knochenjob. Ich habe mir auch irgendwo eine schöne Platte hingelegt. Vorweihnachtliche Gefühle kommen kaum bei ihr auf. Morgen wollen wir Plätzchen backen und dann wollen wir ein bisschen, ja. Jetzt sind erstmal andere Sachen wichtiger, als an Weihnachten zu denken. Ansonsten ist Weihnachten für mich wie jeder andere Tag. Nach 4 Wochen in der Antarktis spürt Corinna, dass das kommende Jahr schwer werden könnte. Das hat mein Sohn gebastelt, alles hier. Auch. Da muss noch irgendwo ist da noch was abgefallen. Nur meine. Ich denke mal schon, dass meine Familie oft an mich denkt, so wie ich an sie auch. Und ich weiß, dass es in Ordnung ist. Und das gibt mir natürlich die Kraft hier mit mir. Natürlich fehlt mir jemand zum Kuscheln hier, das muss ich ehrlich zugeben. Ne? Gerade hier im Winter. Also das muss ich schon sagen, jetzt wenn man da von draußen reinkommt und so, das fehlt. Aber mir auch noch nicht. Auf der Außenstation Watzmann werden im Eiltempo alle technischen Geräte aus dem Eis gegraben. Auch bei Temperaturen um den Nullpunkt eine schweißtreibende Arbeit. Mühsam und nicht ungefährlich. Ja, aber hallo. habt ihr Pflaster? Was haben wir? Oh, shit, was passiert? Arzt von Neumeier für Geotraverse. Kannst du bitte mal den Wolfgang zur Funke rufen? Wir haben einen kleinen Notfall. Und was geht's denn? Der Andreas hat eine kleine Platzwunde auf der Stirn und wir wissen jetzt nicht, ob wir klammern sollen oder nähen oder so. Deswegen wollten wir einen ärztlichen Rat haben. Alles klar, ich versuche mal die Maya in Kronen zu erreichen. Moment. Danke. Kurze Zeit später landet ein Flugzeug in der Nähe der seismologischen Station. Die Ärztin des Überwinterer-Teams war gerade unterwegs zu einem anderen Außenposten der deutschen Antarktisforschung. Als der Notruf sie erreichte, konnte Maya ihren Flug einfach umlenken. Glück für Andreas. Doch mit Weihnachtsgeschenk. Ja, nur, ja, das andere auch ja. Habe ich da oben Augen? Guck mal, es sieht ja richtig gefährlich aus. Ist schön. Ja und? A sagt und zieht weg. Das wird nicht schön. Mit einem Klammerpflaster hatten Michaela und Tobias nach dem Unfall erste Hilfe geleistet. Ja. Nun gut. Aber ihr habt das echt gut gemacht mit dem Pflaster. Ich muss sagen, das wäre auch so gegangen. Ja, was brauchst du noch, Maya, weil ich dir das jetzt unsteril gemacht habe? Na, eigentlich nichts, ne? Nachdem die gesamte Technik am Watzmann wieder an die Eisoberfläche gebracht wurde, muss nur noch der Sender neu ausgerichtet werden. Die blaue Fahne ist es. Blaue Fahne. Noch ein Stückchen nach da, ja.
Per Funk werden die seismologischen Daten zur Neumayer-Station übertragen und von dort in ein weltweites Netz zur Erdbebenforschung eingespeist. Der letzte Abend im Wohncontainer. Michaela und die anderen werden rechtzeitig zu Weihnachten in der Station zurück sein. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder nach Neumayer fahren und ich in Kürze mich mal duschen kann und die Haare waschen und endlich mal in einem warmen Bett schlafen. Und ja, ansonsten war es aber richtig gut. Auf dem Rückweg wird die Piste mit neuen Fahnenstangen markiert. Ohne sie wären die Antarktisfahrer völlig verloren, wenn die GPS-Technik einmal ausfällt. Weil die Messe für die knapp 50 Personen in der Station zu klein ist, wird an Heiligabend die Werkstatt zum Wohnzimmer gemacht. Schon während des ersten Monats in der Antarktis gab es bei den Überwinterern kritische Momente. Vorboten kommender Belastungen. So, mal einen Hänger hat jeder gehabt, ich auch. Da war ich hier, da hinten eine Flugpiste am Fahren. Die müssen wir immer abfahren, wenn Flieger kommen, dass das weich wird, die gefrorene Oberfläche, dass sie wieder aufbricht. Und das heißt Kilometer rauf, Kilometer runter, Kilometer rauf. Jeder Kilometer 6-7 Minuten und Musik dabei. War ein bisschen melancholische Musik und da ging es dann los. Und da ist man halt ein bisschen traurig gewesen. Da merkt man dann doch, irgendwie zu Hause fehlt einem. Und aber ich glaube, das hat jeder gehabt und auch ich stehe da auch zu. Herzlichen Dank an alle Leute, die sich hier eingesetzt haben. Mehr noch als das Heimweh belastet die Überfüllung der Station die Gemüter. Die neue Mannschaft. Noch immer leben fast 50 Menschen auf Neumayer. Mit der vorliegenden Anlage hier. Anfang Januar wird die Station offiziell an die neuen Überwinterer übergeben, die im Sprachgebrauch auf Neumayer Hüwis genannt werden. Sie haben keinen größeren Wunsch, als dass ihre Vorgänger und die übrigen Wissenschaftler und Techniker endlich abreisen mögen. Eine gewisse Angespanntheit auf der Station ist da. Das ist normal, das ist menschlich. Ich merke es auch in mir selber auch. Mal sich zurückziehen zu können, mal in seine Privatsphäre sich verkriechen. Ich lebe ja zurzeit immer noch mit Harald zusammen. Ja, sind wir auf die 8,5 oder 9 Quadratmeter, je nachdem, wie groß das ist. Das geht schon an die psychologische Substanz. Das wird sich schon mal ein bisschen ändern, dass so die Kontaktpersonen, Bezugspersonen weg sind, die man den ganzen Sommer über hatte. Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich wahnsinnig endlich auf die Überwinterung, weil das für mich dann auch heißt, weniger Arbeit, weniger Stress. Und wie soll man sagen, dann bin ich endlich mit meinen Üwis zusammen. Doch vorerst bieten nur die Ausflüge zu den Pinguinen an der Eiskante Entspannung vom Stress auf der Station. Ja.
Anfang Februar reisen die alten Überwinterer und die Sommergäste nach und nach ab. Für jemanden aus der neuen Gruppe, der zweifelt, ob er die lange Isolation aushalten wird, die letzte Chance abzuspringen. Nein, ich möchte das schon ausprobieren. Ich meine, dafür habe ich mich ja auch beworben und ich bin ja auch stolz drauf, dass ich hier bin. Für mich ist es hier wirklich wichtig, mich selbst wiederzufinden. Und ich würde schon gerne sehen, wenn noch welche bleiben würden, sagen wir mal so. Weil mich stört das einfach nicht. Ich denke mal, ich habe mehr Angst davor, nachher zu neu zu sein, weil ich mir fehlen die Menschen um mich rum, die mich ein bisschen aufheitern, mit denen man mal reden kann. Ich meine, kann man mit unseren Üwis auch, aber diese Ruhe, da habe ich ein bisschen Angst vor. In den nächsten Monaten während des langen antarktischen Winters wird die Station von der Außenwelt abgeschnitten sein, nur über Telefon und Internet erreichbar. Jetzt beginnt die eigentliche Herausforderung. Welche technischen Probleme müssen gelöst werden? Welche zwischenmenschlichen Konflikte entstehen, wenn die Gruppe in Dunkelheit und Kälte auf der Station isoliert ist?